Hallo zusammen, wir spielen Ultimate Fishing Simulator 2 und ich hatte euch ja das Spiel kurz vorgestellt. Wir hatten auch einen Angelstream dazu gemacht und inzwischen sind wir jetzt so weit, dass wir Level 5 sind, sind auch recht gut im Karpfenfischen geworden und da soll es heute drum gehen. Ich nehme euch da mal mit. Wir gehen heute mal Karpfen angeln. Und zuvor nochmal unsere Ausrüstung. Wir angeln natürlich mit dem Posenset. Was habe ich jetzt bereits an dem Standard-Posenset verändert? Wir hatten uns gleich zu Beginn eine neue Schnur gegönnt, 3,2 Kilo. Dann hatten wir noch uns einen 6er Karpfenhaken drauf gemacht und dann hatten wir uns ordentlich Geld verdient. Zum Ende des letzten Streams konnten wir uns dann die neue Rute kaufen. Die haben wir jetzt hier drauf montiert. Und zwar hat die jetzt 4,54 Kilo Tragkraft, die alte Rute, die von Haus aus drauf war, hat 1,13, also das ist schon ein enormer Unterschied. Ja, neue Rute. Wir werden auch weiterhin mit Teigbällchen angeln. Das hat richtig gut funktioniert. Ich denke mal, da können wir auch noch einiges rausziehen. Und jetzt mit der neuen Rute, da können auch die Großen kommen. Und wenn man gut zurechtkommt, machen wir auch ein paar größere Haken dran. Also, gehen wir zurück. Soweit die Ausrüstung. Wir gehen angeln. Und zwar gehen wir hier an das, nicht das Tutorialgewässer, sondern zwei weiter. Hier ist das Karpfengewässer. Hier gibt es jetzt Schleie, Barsch, Rapfen, Barbe, Praxe, Karpfen, Spiegelkarpfen, Wildkarpfen, Graskarpfen, Karausche, Döbel, Aaland, Hecht, Rotauge. Wobei wir jetzt weniger auf den Döbel, den Aaland, den Hecht oder das Rotauge gehen. Bevorzugt hier auf Schleie, Praxe, Karpfen, Barbe. Und lasst uns angeln gehen. Wir werden aber hier wieder den Morgen wählen. Klarer Himmel. Und los geht's. Wir bleiben auch auf unserem ersten Spot, den wir schon erfolgreich getestet haben. Das ist genau unten am Start. Dann gehen wir hier auf den Steg. Und dann alles wie gehabt. Packt man die Angeln aus, beziehungsweise Angel. Mehrere haben wir jetzt noch nicht. Vorfachlänge steht jetzt auf 1,30 Meter. Zug, Geschwindigkeit, da stellen wir dann alles ein. Und ja, hatte ich euch ja vorgestellt, das Set, was wir hier angeln. Und wir haben jetzt die normalen Teigbälle drauf. Also man kann jetzt eigentlich angeln, wie man gerne möchte. Man kann jetzt zum Beispiel auf Z klicken, hat man jetzt hier das Fernglas. Da kann man halt seinen Schwimmer beobachten, könnte man jetzt so angeln, wenn es beißt. Ja, sieht man es. Oder wie wir das machen, wir nehmen die Unterwasserkamera. Ich finde die sehr schön, sehr nett. Bietet Abwechslung. Und hier sehen wir auch direkt, wenn ein Fisch kommt, wenn der beißt. Bleibt zwar die Überraschung aus, was es für einer ist, weil meistens erkennen wir ihn ja schon. Aber ich finde es schön gemacht. Ah, wir sehen den Hecht. Ich weiß nicht, ob das hier Wildkarpfen sind. Da hat man auch schon ein paar schöne dran. Die bringen ja auch dann gleich mal so 50, 60, 70 Dollar. Das ist für unser Level schon eine Menge. Na, ist das hier unser Kandidat? Es sieht so aus. Es gab auch einen Kommentar zum ersten Video. Gut, da waren wir im Tutorialgewässer. Da sahen die kleinen Fische, die kleinen Kürbiskernbarsche wirklich, naja, nicht sehr schön, nicht sehr attraktiv aus. Aber hier muss ich sagen, wirklich, bäm. Schöne Schleie am Haken gehabt. Vergessen anzuhauen. Ja, so ist es. Entweder kann ich erzählen oder ich kann spielen. Aber wir warten einfach, was passiert. Ich wollte sagen, die Fische sahen echt nicht schön aus. Aber hier die Fische, die Karpfen und die größeren Schleien, die größeren Praxen, die wir jetzt schon gefangen haben, sehen wirklich echt gut gemacht aus. So,
So, diesmal bleibe ich konzentriert. Ihr seht, das ist nicht ganz so leicht. Also man muss auch in der richtigen Zeit anhauen, sonst ist der Fisch wieder weg. So, jetzt haben wir angeschlagen. Jetzt gehen wir raus. Unser Zug steht auf 66%. Jetzt beobachten wir mal Schnur, Ruder, Angelrolle, ob die in den roten Bereich gehen. Drill läuft nicht. Alles soweit gut. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die neue Rute. Das war eine wirklich gute Entscheidung. Kauft euch unbedingt zuerst eine neue Schnur und dann noch vielleicht die neue Rute. Das lohnt sich definitiv. Kleiner Graskarpfen. Ja, der ist klein. Den behalten wir trotzdem. Der Anfang ist gemacht. Auch den haben wir. Können wir auch direkt reinpumpen. Und wir haben einen kleinen Wildkarpfen von 2 Kilo. Behalten. Der sieht doch schon ein Tick größer aus. Jo, dann geht direkt der Drill an. Zug auf 66%. Wir kommen schon leicht ins Rote, im roten Bereich. Genau die Fische möchten wir haben. Immer schön pumpen. Müssen wir beobachten. Wir haben jetzt Zug 66%. Zug heißt unser Drill. Aktuell geht die Schnur noch ein bis maximal zwei Balken in den roten Bereich. Der Fisch wird auch von Zeit zu Zeit müde. Dann können wir den Zug nämlich erhöhen. Dann sehen wir das, dass die Schnur dann gar nicht mehr in den roten Bereich kommt. Und das ist so ein Zeichen, dass man ein bisschen mehr Zug stellen kann. So, können wir doch schon mal gucken. Müsste ein Wildkarpfen sein. Guck mal, die sind doch einfach schön gemacht. Auch die Bewegung nicht so abgehackt, die Fische richtig schön gestaltet. Ich finde sie toll. Jetzt haben wir den Zug auf 82 und wir kommen nicht mal im roten Bereich, also tue ich ihn noch weiter erhöhen. Jetzt sind wir bei 90%. Da hat man fast hatten wir ihn. Und jetzt haben wir ihn. So, bin gespannt. 7 Kilo. Karpfen 6,97 Kilo, 68 cm, 45 Dollar und den behalten wir natürlich.
Zug direkt wieder runter, 66%. Weiter geht's. Ich würde danach auch nochmal die Maten probieren als Köder. Die hatten wir uns ja auch gekauft, noch nicht einmal probiert. Einfach mal sehen, was auf dem Mate so geht. Oh, eine schöne Barbe. Oh ja, oh, die nimmt gleich Drill. So, ihr könnt das ruhig beobachten mit dem Zug, wie ich das handhabe. Jetzt sehe ich zum Beispiel, dass die Schnur gar nicht mehr in den roten geht. Der Drill läuft aber, also hier ein bisschen den Zug hochgestellt. Der Fisch wird müde, aber hat nicht mehr so ganz die Power. Ich glaube, da haben wir ihn schon. Ja, da ist er. So, gucken wir mal. Ist nicht groß, aber bringt viel, viel Dollars. 4,5 Kilo, 49 Dollar. Schöne, schöne Barbe, gefällt mir. Ja, noch schöner Spiegelkarpfen, dann würde ich nämlich mal hier den Spot wechseln, einfach mal zu testen, einfach mal zu schauen, was ist an den anderen Spots los. So, Zug 82%, den nehmen wir direkt runter. Denn ja, es kann passieren, dass die Schnur reißt. Die Rute wird nicht gleich brechen, die nimmt aber Schaden. Aber die Schnur reißt, dann wäre der Fisch weg. Der will es wissen. Der will es wissen. Sein Hin und Her, 13 Meter, 14 Meter. Können wir den Zug, machen wir, kommen den Zug wieder hier auf 94. Ach komm, machen wir zu. Machen wir 100%. Wird schon passen. Und gelandet. Oh ja, der ist auch schön. 7,9 Kilo, auch 48 Dollar. Euer persönlicher Rekord, Spiegelkarpfen. Okay,
Unser Netz ist voll, da müssen wir erstmal Fische verkaufen. Viel haben wir nicht drin, aber das Netz ist dennoch voll. 17,8 von 25 Kilo, also die Brasse, ich glaube, die hat man gar nicht zusammengeangelt, die hatte ich jetzt kurz davor schon. Die Barbe hat 2 Sterne. Da muss ich mich nochmal schlau machen, was es hier mit den Sternen auf sich hat. Ob das jetzt mit der Größe zu tun hat oder mit der Art des Fisches. Ja, das Schöne ist, dass man es halt verkaufen kann, dass die Fische nicht weg sind, dass man sagt jetzt, okay, Netz ist voll, Pech gehabt, Fisch muss wieder rein. Nee, wir können einfach ins Netz gehen, die Fische verkaufen und dann den neuen Fisch ins Netz setzen. So, wir wollen mal einen anderen Spot testen. Wir sind aktuell hier an der 4, würde ich einfach mal hier auf der 1 gehen. Gleich hier einfach rauf auf die Bretter zu überlegen. Haben noch einmal jetzt mit dem Teig versuchen und dann würde ich mal die Made dranhängen. Kommt da unser Kandidat? Da kommt er, eine Brasse. Eine Brasse ist es geworden. Ja, jetzt, wo wir wieder ein bisschen Geld zusammen haben, können wir auch mal bei Ködern schauen. Level 5, da sollte auch noch was dazugekommen sein, dass wir da vielleicht noch ein paar attraktivere Köder haben, dass wir vielleicht doch noch hier den einen oder anderen größeren Fisch fangen. Hätte ich doch schon mal Lust drauf auf einen längeren Drill. Ah, Brasse, 7 Dollar. Ja, brauchen wir gar nicht lang gucken. Brasse ist jetzt nicht so spektakulär. Also, Ausrüstung, Set, Teig. Wir hätten noch Regenwurm oder Made. Ich würde mal die Made versuchen. Obwohl bei dem Teig explizit dran steht, Teig zieht fast alle Arten von Karpfen an. Lasst uns mal ins Geschäft gehen. So, Brot müssen wir jetzt nicht kaufen. Ich denke mal, das wird sicherlich nicht die großen Karpfen anziehen. Wir hatten noch Made, Köcherfliegen. Käse. Käse ist interessant. Ein interessanter, aber ungewöhnlicher Köder für das Angeln in Flüssen ist gelber Käse. Die häufigste Beute für solch einen Köder sind Barben, aber auch alles fressende Kaulbärsche verschmähen ihn keineswegs. Käse ist jetzt nicht das. Ja, nee, wir müssen schon bei dem Teig bleiben. Und später denke ich mal hier auf die Erbse gehen mit Level 7. So, zurück. Weiter geht's. Auf jeden Fall habt ihr mal eine Vorstellung, falls ihr jetzt noch nicht so weit seid, wie das da aussieht, wenn man über das Tutorial hinweg ist, wie die Fische aussehen, wie sich das Angeln verhält, wie es zu handhaben ist und was ungefähr an Geld rumkommt. Und ich kann euch sagen, ich habe schon mal geschaut, da gibt es noch ganz andere Fische, wo ganz andere Beträge auftauchen, aber alles zu seiner Zeit. Was wir machen können, das werden wir auch gleich tun, mal einen größeren Haken dran. Vielleicht liegt es einfach an der Größe des Hakens.
Obwohl die 8 Kilo Fische schon heftig sind. Darf man nicht vergessen, wir sind das Level 5. Noch eine Brasse. Ja, ich habe die ganze Zeit mal so beobachtet. Ich meine aber, hier ist nicht so viel mit Karpfen los. Das war vorne wesentlich besser. Okay, behalten wir. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder vor. Also hier müssen wir hin. Ja, wir wollen. Ja, ich will. Obwohl, spielt keine Rolle, ob wir da jetzt auf dem Holzsteg stehen oder jetzt hier auf dem. Wir werden uns jetzt einfach hier ans Ufer stellen. Gehen nochmal raus, kaufen uns einen größeren Haken. Geschäft, gehen auf der Haken, da gibt es speziell Karpfenhaken. Wir haben jetzt den 6er drauf. So, 1er Karpfenhaken können wir uns ja gar nicht kaufen. Da fehlt uns das Level, aber ein 6er. Nee, den 6er haben wir doch drauf. Ab Level 4 gibt es den 6er, alles gut. Dann waren wir einfach zu ungeduldig. Wir müssen einfach hier ein bisschen noch mit unserem 6er Angelhaken plus Teig angeln. Wo kam er denn jetzt her? Und immer schön pumpen. Das Pumpen macht die Fische hier extrem müde, also immer schön Druck ausüben. So, Drill habe ich jetzt 100%, also jetzt muss er kommen. Ja, 6 Kilo, Wildkarpfen, 38 Dollar und da sind wir schon. Neues Level, Level 6. Das war eigentlich genau diese Zeitspanne, die wir gebraucht haben,
von 5 auf 6 zu kommen, die wir jetzt hier geangelt haben. Kurz vor dem Video hatte ich die Brachse gefangen, da sind wir dann Level 5 geworden. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, war mal ein schöner Einblick. Und ich werde mal ein bisschen weiter angeln, dass wir dann zum nächsten See kommen. Da sehen wir uns ja wieder. Macht's gut.